Es ist Freitagmorgen um 6 und das bedeutet Top-Partien-Zeit, aber auch Weekend League Rewards, Gold 1 Rewards, Abfahrt. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Jungs. Ich bin super heiß, es ist wieder mal Zeit für die Weekend League Rewards. Wir sind leider Gottes durch meinen schlechten Abschluss nur in Gold 1 gekommen. Bedeutet sozusagen, wir werden heute 200k-Sets ziehen, 2 Player-Picks haben. Und ich bin mehr als heiß, denn das Team of the Week sieht absolut abartig aus. Bester Pull für mich persönlich, definitiv Alexandro. Ich hätte nichts dagegen auf Van Dijk, bei ihr ist okay. Arnautovic wäre okay. Wir hätten Lukaku, Rames vielleicht für SBCs oder zum Einwechseln. Huiuiuiui, ja, ich bin heiß. Wenn euch das ganze Video gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Falls du noch Xbox oder PSN-Karten brauchst, schau unten in der Videobeschreibung nach. Da könnt ihr das bei meinem Sponsor finden, damit unterstützt du mich. Herz geht raus, denkt aber daran, Packluck kann sehr, sehr selten sein. Ja, es kann zur Sucht werden, das Pack ziehen, deswegen gesichert sein, ob ihr es wirklich wollt. Wir starten aber erstmal rein in das Ganze. Schreibt mir unbedingt übrigens in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Mit den ganz normalen Top-Partien, das haben wir letzte Woche gemacht. Und da hat man eigentlich danach dann Glück, ja, auf ganz entspannt mit Hulk, ja. Auf jeden Fall Chelsea gegen Manchester United, Elektrum Spielerpack, zack, geht mal ab. Nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Erste Challenge abgeschlossen. Jetzt werden wir wieder hier rübergebracht. Weiter machen wir mit NAC Prada gegen Willem die Zweite. Ich hoffe, ihr habt eure, ja, Investitionszwecks des Melbourne Derbys kurz davor verkauft, denn die waren alle bei knapp 1000 Münzen. Hier kriegt man erstmal auf ganz entspannt ein Premium Silberspielerset. Okay. Ja, könnte immer was Gutes und Nützliches drin sein. Dritte Challenge ist Nizza gegen Olympique Marseille. Hier gibt es leider nur ein Goldpack. Ich finde allgemein von den Top-Partien, die Packs, die wir hier bekommen, nicht sonderlich stark. Ja, keine Ahnung, dass sie das hier dieses Jahr nicht so viel machen. Und Montreal gegen Toronto haben wir auch noch für ein Silberspieler-Pack. Das gibt man natürlich auch noch ab. Und damit haben wir die Top-Partien abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob es heute ein 25k-Set gibt. Es gibt nur ein Goldspieler-Pack. Warum nicht mal ein Premium-Goldspieler-Pack? Das verstehe ich halt absolut, absolut gar nicht. Aber okay, wir ziehen erstmal die 5 Sets weg, hoffen darauf, dass wir hier nicht so viel Packluck haben, denn das Packluck wollen wir in den 100k-Sets und vor allen Dingen in den Player-Picks haben. Schreibt mir rein, was ihr gezogen habt. Wir starten erstmal ganz entspannt mit dem Silberspieler-Pack, weil so ein Lukaku, ja, oder so ein Alexandro plus Bailly zusammen als insgesamt ein Player-Pick nehmen wir mit. Dazu ist halt auch zu sagen, Carsten Stahl, Grüße gehen natürlich raus, dazu ist halt zu sagen, es gibt so unfassbar viele 81er-Spieler. Also wir können da auch extrem großes Pech haben. Ja. Von den Ligen her, España sieht gut aus, wir haben die niederländische Liga, wir haben die englische dritte Liga, ist nicht interessant. Ja, niederländische nochmal, ja okay, die sind vielleicht ein Stück weit was wert. Wir warten, falls die Spieler nichts wert sind, natürlich auf die Ligen-SBCs. Premium-Silberspieler-Packe haben wir insgesamt 3 seltene. Vielleicht haben wir auch eine Icon drin, hätte ich auch nichts dagegen. Kein Walkout, schade. Ja, hier ziehen wir rechten Mittelfeldspieler von Burnham auf und das ist IB oder IB. Ja, also wenn es vielleicht so weit kommt, dass wir sagen, pass auf, ja, oh, Akinfenwa war Jungs. Ja, bester Mann. Ja, hat insgesamt 97 Stärke. Absolute Legende. Wenn irgendwann die SBC der Premier League kommt, dann wird Ivy vielleicht ein Stück weit nach oben gehen. Vor allen Dingen, wie ihr wisst, sind natürlich die Spieler, vor allen Dingen diejenigen, die bei Bournemouth spielen, extrem interessant, weil Bournemouth viele OP-Spieler hat und vielleicht auch der ein oder andere, ja, wie kann man es sagen, der ein oder andere Silberspieler gut ansteigen kann. Ja, mal gucken. Goldpack Nummer 1, kein seltener Spieler. Was anderes habe ich auch nicht bei einem seltenen Spieler nur erwartet. Austin hier, jeder kennt ihn aus von den Twitch-Zeiten. Austin, unsere Squad-Battle-Legende, ist natürlich auch mit am Start. Dass wir den noch nicht im Pack haben, ja, das ist eine fragwürdige Entscheidung von mir. Ganz, ganz klar. Und wir machen natürlich auch weiter mit dem Elektrum-Spieler-Set. Ja, können wir das nehmen. Hier haben wir 6 Gold, 6 Silber, 1 seltenen. Die anderen sind alle Gold. Also, dass da in den Top-Partien irgendwas Interessantes drin ist, denke ich eher nicht. Es ist zumindest schon mal ein seltener Goldspieler. Und das ist Donnarumma mit einem 82er-Rating. Auch er wird wahrscheinlich nicht ganz so viel wert sein. Meine Nervosität steigt im Übrigen ins Unermessliche, weil ich richtig Bock darauf habe, diese Player-Picks zu öffnen. Ja, ich bin... Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil es kann natürlich sein, auch hier kein Walkout, es kann natürlich auch wirklich sein... Oh, Tafel, Inform! Okay, es kann natürlich sein, was ich gerade sagen wollte,
dass wir genau solche Spieler in den Player Picks haben. Pandev nehmen wir mit. Ich glaube, der ist sogar non-rare. Da ist, glaube ich, noch ein seltener Spieler mit dahinter. Nein, gut, der ist rare. Wir haben noch Arthur. Okay, nehmen wir mit die 10k. Das geht auf jeden Fall fit. Den behalten wir mal. Rogic behalten wir mal. Und den stoßen wir ab. Und damit geht's zu den Regent League Rewards, Jungs. Damit geht's zu den Regent League Rewards. Wie gesagt, hin und her gerissen, weil es halt so viele 81er und darunter gibt. Es gibt aber auch so viele Karten, die absolut heftig aussehen. Wir haben zwei Player Picks. Wir haben erstmal Gold 1 erreicht. Food Champions Regent League. Diese Woche wird der Elite angegriffen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Dazu kriegt man 50.000 Münzen, 2.000 Champions Qualifikationspunkte, 200k Sets, zwei Spieler bei Spezialobjekte. Untradable. Ein von vier Picks. Jungs, und ich bin bombenheiß auf diese Player-Picks. Ich habe keine Ahnung, was wir drinnen ziehen werden. Jungs, ich habe so Bock. Ich war vor uns noch mit Julius und Max Malle im Discord. Er hat ein paar Packs geöffnet auf der Blazy und die waren echt nicht schlecht. Vielleicht ist gerade das Packlack ein Stück weit nach oben gegangen. Wir werden es sehen. Wir werden zwei Stück öffnen. Und langsam kriege ich Muffensausen. Das kann ich euch sagen. Okay, wir starten rein in 3. 2, bitte lass es wenigstens ein über 81 sein, wenn es ein 84er ist, wie Vela oder Arnautovic. 1, bitte, 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 let's go, come on. Bitte, 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 bitte. Genau deswegen habe ich mir gedacht, wird es sehr, sehr schwierig werden, was richtig Gutes zu bekommen. Das ist der 82er Tata Rusanu, den wir mitnehmen können. Saint-Étienne, Schweizerische Liga. Französische erste Liga, jeweils, also zweimal. Wir gehen, denke ich, mal mit dem Torhüter. Wir haben ja schon Ospina, aber ja, wir nehmen ihn erstmal mit. Ja, wir nehmen ihn erstmal mit, zack, und damit bleibt uns nur noch eine Chance übrig, aus diesem überragenden Team of the Week was richtig Gutes zu ziehen. Und wenn wir hier nichts Gutes ziehen, hoffe ich wenigstens, dass die 100k-Packs ganz geil werden. Ja, wir haben nochmal die Chance. Wir machen es kurz und knapp. Let's go. Abfahrt ist angesagt. Gib mir einen Alexandro oder was auch immer. Und wir kriegen genau das, worauf ich befürchtet habe. Deswegen war ich bei diesen Player Picks so hin und her gerissen, Jungs. Französische erste, chinesische Liga. Jetzt nehmen wir den hier mit, den jungen Mann. Haben wir zweimal französische erste Liga. Können wir mitnehmen. Also die Player Picks waren eine absolute Katastrophe. Leider Gottes, müssen wir halt wirklich so sagen. Ich finde es ein bisschen schade, ja, dass man nicht mal, wenn man relativ weit gekommen ist in der Weekend League, mindestens ein 84 Plus zieht oder ein 82 Plus oder 83 Plus Auswahl hat. Aber okay, nehmen wir mit. Wir haben noch 200k Packs. Das tut schon im Herzen weh, weil ich war auf diese Picks eigentlich extrem heiß. Aber wir haben ja noch 200k Sets und da kann es auch nochmal richtig ballern. Ja, meine Laune ist gerade ein bisschen nach unten gegangen. Ich denke, jedem von euch geht es auch so, wenn man so ein geiles Team of the Week hat und dann nur Rotz zieht. Jetzt hoffen wir wenigstens auf zwei Walkouts. Wenigstens ein Walkout. Ja, wäre nicht ganz so schlecht. Wir starten rein mit dem allerersten. Let's go, come on, EA. Gib uns was Gutes. Es wird kein Walkout, Jungs. Es wird kein Walkout. Es wird werden eine Tafel. Es ist Spanien. Es ist Stürmer. Es ist Aduriz. 83er Rating in einem 100k Set. Kurz tief durchatmen, Chris. Da waren wir bei 3 von 4 Chancen. Und 3 von 4 Chancen waren eine reine Katastrophe. Muss man halt ehrlich so sagen. Dafür schwitzt man halt wirklich extrem in der Weekend League. Wir haben die Bender-Brüder mit drin, Gelson Martins, okay. Den 83er nehmen wir mit. Wir nehmen mal alles oben mit auf die Transferliste. Außer vielleicht Jansson. Ja, das 100k war wohl eher nichts. Ja, jetzt haben wir halt nur noch die eine Chance. 100k Sets. Das sind, glaube ich, meine allerersten auch insgesamt in FIFA 19. Ja, wir hoffen einfach das Beste. Ja, wir hoffen das Beste. Letztes Jahr war, oder letzte Woche waren die roten Karten gut. Dieses Jahr sind sie es nicht oder diese Woche, deswegen hoffen wir auf die Packs, die gut werden. Let's go. Letztes Pack für heute. Gib uns wenigstens den Walkout, EA. Jawohl, come on. EA, gibt uns den Walkout. Come on. Es wird den Inform-Walkout. Es wird Carlos Vela werden mit einem 84er Rating. Ja gut, Carlos Vela, Inform-Walkout kostet, glaube ich, 16.000, 17.000 Münzen. Dahinter kann noch was Krankes sein. Ja, so ist es nicht, aber
wenn es ein Inform-Walkout ist, dann hofft man vielleicht dann doch irgendwie auf Bailly oder Van Dijk, Lukaku, selbst ein Arnautovic oder ein Alexandro. Carlos Vela hier unser bester Spieler. Come on, ey, bring uns wenigstens was dahinter. Bring uns wenigstens dahinter noch ein bisschen ein paar Kracher. Come on, ey. Gib uns die Spieler, come on. Wir haben 9 Duplikate noch und das habe ich noch im Verein, was richtig wertvoll ist. Glaube nicht ganz so viel. Wir lassen uns überraschen, Jungs. Wir lassen uns überraschen. Fabregas. Cool. Yeah. Oh, Jungs. Jungs, das waren keine guten Rewards insgesamt. Das waren keine guten Rewards. Was kostet der junge Herr? Ja. 15.000, 16.000 Münzen. Aber gut, müssen wir durch. Diese Woche war unser Packluck leider nicht da. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall mehr Packluck als ich. Ich muss jetzt gucken. Ich habe echt gehofft, dass wir was Großes draus ziehen. Ist leider nicht so geworden. Aber gut, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, das war's dann halt wieder komplett. Heute geht's los mit dem Scream-Event. Ich denke, dazu wird morgen definitiv schon mal ein Video kommen. Welches werden wir sehen. Und das soll es auch schon gewesen sein. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin damit raus. Euer Chris und ciao.